das ewig brennende Feuer. Ich finde ja, man kann den Start gar nicht oft genug zeigen, weil das so traumhaft schön gemacht ist. Natürlich auch ein bisschen gruselig, aber das mögen wir ja auch. Und insofern freue ich mich, dass die Entwickler sich so viel Mühe gegeben haben. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück. Wir werden weiterspielen. Angelinas Würfel muss repariert werden und das sollten wir jetzt mal machen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt aus ihrem Albtraum erwacht. Na, wir müssen noch mal ran. Aha, wir haben ein Wimmelbild. Sozusagen. Ja. Gut. Okay, ich hätte gedacht, ich kann die hier rausnehmen. Oh. Aha, die sammeln wir dann doch. Da ist die Uhr. Oder das Ziffernblatt. Baum. Ah, das muss da eingesetzt werden. Wir gehen mal wieder zurück. Sehr schön. Machen wir das. Aber wirklich schön gemacht. Gehen wir zurück. Boah, wird ein bisschen schwindelig. Ach, das haben wir noch gar nicht. Das ist so schön gemacht, ich kann da gar nicht weggucken. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Dem fehlt die 8. ist Tor, okay. Nee, wir gehen mal zurück. Kravum, hier ist das Tor. Gleich mal einsetzen. Okay, so, dann gehe ich nochmal zurück. Der Engel. Nicht hier hin. Oder da drauf. Mal da vielleicht auch nicht. Ach, der könnte auch da rein. So, wir brauchen noch einen Baum. Grabsteine. Boah, Kram. Okay, den haben wir schon mal. Ich finde den Baum nicht. Achso, was haben wir denn hier noch? Einen Typen? Ach, der gehört da gar nicht hin. Ach so. Ich dachte, der braucht noch eine zweite Figur irgendwie. Okay, das haben wir auch schon mal. Ja, die Schale. Wo kann die hin? Regenschirm habe ich auch schon gesehen. Warte mal, es hat doch bestimmt die Pippi hier. Ja. Okay, fehlt eigentlich nur noch der Baum. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Nicht raus. Ach, da ist er. Okay, den müssen wir auch noch hinstellen und zwar
Mann. Okay, wo kommt der Baum hin? Seite. Ah, da. Okay, jetzt brauchen wir noch das Pferd. Das müssen wir vor die Kutsche spannen. Please help me. Help me. Help me. Oh. Wir sind in Angelinas Traum oder Albtraum, besser gesagt. Und hier ist tatsächlich das kleine Boot. Wer ist das? Ist das Angelinas Mutter? Sie scheint etwas festgehalten zu haben. Ja, ich vermute mal einen Regenschirm oder Sonnenschirm. Diese Landschaft ähnelt der Traumwelt um mich herum. Die Brücke fehlt. Mal hier. Fehlen Kugeln, Holzsprossen. Eine fehlt noch. Oh, du kleiner hässlicher Frosch. Er vermisst seine Krone. Okay, wir haben hier haben wir einen Kranz. Kommt sie denn? Nee. Vielleicht die Statue hier. Okay, sie bekommt keinen Kranz. Da kann es doch eigentlich nur die Mutter sein. Also, erstmal den Sonnenschirm. Oh. One day, Mommy and I went for a boat ride. I reached for a water lily and I fell in. Pretended not to notice. I don't remember how I got to shore. That's when I realized Mommy didn't love me at all. Oh mein Gott, das arme kleine Mädchen. Das ist ja mal... Boah. Das ist ja mal echt heftig. Oh, jetzt bin ich hier rausgeswitcht. Ja, das ist eh schrecklich, wenn man merkt, dass seine Mutter einen nicht liebt. Aber wenn sie noch nicht mal das Leben ihres Kindes rettet, das ist übel. Och Gottchen. Oh weia. Oh, guckt euch das an. Und sie, aber leckerer Kuchen, also, ne? Ihre besonderen Verwandten werden in unserem Irrenhaus Frieden finden. Na, das ist ja mal eine Reklame. Leeren Gläsern kann dieses teuflische Paar nicht anstoßen. Mommy, please, give me back my doll. Oh, arme kleine Mädchen. Boah, ist das traurig gemacht. Ja, das müssen wir reparieren. Was haben wir denn bekommen? Zeitungsausschnitt. Mit einer Krone. Oh nein, achso, doch, wir können es nur. Sie glaubt, als kinderlose Dame werden sie einen wohlhabenden Mann kennenlernen. Aha, deshalb hat sie das gemacht.
Ja gut, ich möchte nicht wissen, wie das damals für Frauen gewesen ist, die ein Kind hatten, unehelich natürlich noch. Aber ich finde das übel. Das ist echt übel. Wir gehen mal. Gehen wir denn? Ach ja, er kriegt seine Krone. Bitteschön. Wo haben wir den Schlüssel? Haarband. Holzsprossen. Ach stimmt, das müssen wir noch aufmachen. Kronenfeder. Ich hörte, dass sie Ausgestoßene aufnehmen. Menschen, die geistig gesund, aber widerspenstig sind. Ich habe eine Tochter, 7 Jahre alt. Können Sie sie mir abnehmen? Wow. Sie wollte das Mädchen loswerden, um ihren Traum nach Wohlstand nachgehen zu können. Es wäre uns eine Freude. Es wird 800 Pfund kosten. Direktorin Vivienne Malifaux. Die haben sich das bezahlen lassen. Mager? 800 Pfund für damalige Verhältnisse? Wow. Everyone should have a loving family. I don't remember anyone ever loving me. Jeder verdient eine liebende Familie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals geliebt wurde. Ach, die arme Kleine. Die Vogelfamilie macht sich Sorgen um ihren vermissten Jungvogel. Ja. Hängen wir die so auf? Ich wünschte, ich wüsste, wo Papa ist. Oh. Das arme Mädchen wünschte sich, dass ihr Vater sie von diesem schrecklichen Ort fortholen würde. Ich glaube, das würde sich jeder wünschen. Ja, ich glaube, da können wir erstmal nichts anfangen. Wir gehen erstmal hier nochmal in diese Szene rein. Können wir da nicht... Wasser. Okay, die sind erstmal weg. Hier mal ein Glubschauge von einer Puppe. Ich hoffe, mein Ex-Ehemann kommt nie mehr zurück. Nun kann ich das Mädchen loswerden und mir mein Leben neu aufbauen. Erstens, Angelina loswerden. Zweitens, reichen Mann heiraten. Drittens, in ein schönes Haus einziehen. Viertens, verpfändete Juwelen auslösen. Fünftens, neue Juwelen vom Ehemann fordern. Und sechstens, Pelzmantel kaufen. Die emotionierte Pläne einer durchtriebenen Frau. Ja. Vor allen Dingen jetzt mal ehrlich, ein Pelzmantel. Oh, wie toll. Ja, wir haben eine Kugel schon mal gefunden. Mal hier, was mussten wir hier machen? Reparieren. Oh, die Puppe. An der Henkerschlinge. Aber sie hat aufgehört zu weinen. Also zumindest sehen wir es nicht mehr. Ich bin mal sehr dankbar für. Okay. Oh, da ist sie ja, die Kleine. Mit ihren fehlenden Flügeln. Einen haben wir noch. Aber ich hänge erstmal die Kugel hier auf. Okay, und dann haben wir jetzt hier das Glubschauge. So, das Ausstopfmaterial quillt heraus und der Flügel wurde abgerissen. Das können wir auf jeden Fall reparieren. Aber ich habe nichts zum Zunähen. Können wir denn mit ihr sprechen? Angelina kann ihre Puppe nicht finden. Okay, das wissen wir. Ach ja, der Jungvogel.
Kranz? Hm? Okay, wo könnte der junge Vogel sein? Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Eine Kugel fehlt noch. Gehen wir da nochmal rein. Okay, so, dann schauen wir mal, können wir da lang? Nee. Wir haben eigentlich alles gemacht, glaube ich. Haben wir nicht eine Karte? Ist das unsere Karte? Ja, wir haben alles gemacht. Hier ist noch was zu tun. Wir haben noch nicht viel. Wir haben wirklich noch nicht viel gemacht. Und ich bin jetzt schon erschüttert von dem traurigen Schicksal. Okay, der Jungvogel. Metallstern. Hm? Kranz? Okay, aber wo kann der sein? Ich brauche eine Kugel noch. Oder können wir das nehmen? Nee. Können wir nicht nehmen. Ah nee, hier waren wir fertig. Können wir noch weiter zurück? Ich muss mal gucken. Nee, wir sind ja im Traum. Das geht gar nicht. Erkunde den Traum. Okay, da sind wir dabei. Aber ich frage mal den Tipp. Hm? Ach, ein Wimmelbild. Oh, da ist ja der kleine Vogel. Brauchen wir denn überhaupt noch einen Teppich? Brauchen wir einen Turm? Spitzendeckchen haben wir. Ach nee, das war es nicht. Das war der Teppich. Wir brauchen den Herbst. Ja, wäre gut, wenn er mal vorbeikommen würde. Ein Schiff brauchen wir auch noch. Und dann das Spitzendeckchen. Okay, wie sieht er denn aus mit dem Herbst? Ah ja, mit dem goldenen Blatt. Okay, jetzt noch das Spitzendeckchen. Dann nehmen wir doch das hier. Oh, das ist so niedlich. Ups. So, wir haben die Sonnenaufgangskugel und dann müssen wir die wahrscheinlich der Reihenfolge nach. Von morgen bis abends, genau. So, was haben wir denn hier? Ah ne, warte mal, der geht hier unter. Ach, das können wir nicht. So, wir haben ein Schloss. Oh mein Gott. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, das könntest du auch mal zumachen. So, dann gehen wir an Angelina mal die Puppe zurück. Jemand Wichtiges gab mir diese Puppe. Mami hasste sie und nahm sie mir weg. Mein Vater dient auf einem Militärschiff. Er wollte Mama und mich nicht verlassen, musste es aber. Mama wollte, dass ich einen anderen Mann Papa nenne, aber ich wollte, dass mein wirklicher Papa zurückkehrt. Also beschloss Mama, mich loszuwerden. Mami benimmt sich seit Tagen seltsam. Ich habe Angst. Ihr Vater liebte sie, aber er wusste nichts von den Geschehnissen. War hier schon wieder ein Wimmelbild? Ja.
So, wir brauchen noch den Anker, Dolch und Mütze. Und den Anker. Nehmen wir den. Und jetzt brauchen wir einen Würfel. Ach, nehme ich doch den großen. So, da haben wir den Rätselwürfel. Den können wir ihr, glaube ich, auch geben. It's my cube. The puzzle's hard. I could never solve it. Mommy couldn't either. She was mad and scratched it. Das ist mein Würfel. Das Rätsel ist sehr schwierig. Ich konnte es nie lösen. Mami konnte es auch nicht. Sie wurde wütend und zerkratzte ihn. Ja, sie hat ihn wenigstens nicht weggeschmissen. So, was müssen wir denn hier machen? Verschiebe die Kacheln, sodass sie alle farblich gekennzeichneten Felder belegen. Wenn du eine Kachel mit einer anderen schiebst, kostet dich dies keinen Zug. Also... Verstehe es nicht wirklich. Aha. Einmal kann ich den, glaube ich, nur verschieben. Das heißt, ich muss überlegen, im Prinzip müsste ich mit der hier, mit der 7. Den kann ich da lang. Doch, warte. Nee, kann ich nicht. Ich müsste das von unten machen. Also der... Nee. Doch, eigentlich schon. Warte mal. Ich denke, es kostet mich keinen Zug. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nochmal. Viermal noch. Bin ich ja. Den darf ich einmal. Aber es nutzt mir nichts. Der nutzt mir auch nichts. Eins, zwei, drei. Ne, nutzt mir gar nichts. Was heißt, wenn ich den nach da mache, kann ich dann beide schieben? Das ist eine gute Frage, ne? Probieren wir mal aus. Ach nee, steht hier jetzt nicht. Ah, das geht also. Den kann ich jetzt nicht mehr verschieben. Ja, und den kann ich jetzt nur noch einmal. Ist ja mal blöd. Okay, nochmal überlegen. Ja, eigentlich brauche ich gar nicht überlegen. Ich werde es nicht hinkriegen. Wenn der drauf ist, ist er drauf, glaube ich. Okay, wie könnte man das machen? Also der muss so oder so nach unten geschoben werden, aber dann habe ich die 7 unten, die muss dann wieder zurück, das ist auch blöd. Mal, den kann ich aber dahin machen. Okay, dann ist der nämlich drin. Ja,
Ja, was mir nichts nutzt, weil der muss ja auch in unten noch. Ah, der ist auch noch. Ich muss nochmal machen. Also warte mal. Den machen wir mal dahin. Den, der kann nicht mehr. Irgendwo war hier auch noch ein Loch. Ja. Und dann war das, glaube ich, noch ein Loch. Ja. Ja, ne? Also dünn und dünn. Achso, das sind zwei Löcher. Ja. Der ist schon auf dem Loch. Okay. Mhm. Das heißt... Der ist auch auf dem Loch. Ach shit, ich hätte einen. Ne, Moment. So, jetzt habe ich noch zwei Züge. Nutzt mir nicht viel. Weil den kann ich leider nur einmal. Aber warte mal. Wenn ich den dahin... Moment, wenn ich den dahin mache und den da schiebe, dann ist der da oben. Da müsste ich nur noch mit der 2... Ah, lang, aber ich habe nur noch zwei Züge. Das wird mal schwierig. Blöd. Zwei Züge. Und dahin machen. Den runter, dann könnte der da rein, aber dann steht er hier. Das heißt, ein, kriegst nicht hin. Also wie es dreh und wende, ich löse mal. Oder ne, ich gucke mir das Ganze nochmal an und dann entscheiden wir das in der nächsten Folge, ob gelöst wird oder nicht. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und ja, wir sind leider erstmal noch weiter in dem Albtraum von Angelina gefangen. Aber ich denke mal, das wird sich auch bald ändern. Bis dahin, tschüss!